Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video des Goldbetrugsspiels und ich zeige euch hier wieder ein sehr gutes Beispiel, dass nur der Einsatz von Echtgeld zum Gewinn führt und sonst gar nichts. Wer nicht bereit ist, sich hier Premium-Accounts zu kaufen, Gold zu kaufen, mit Rationen zu fahren, mit Direktiven zu fahren und dem ganzen Rotz, kriegt einfach bloß aufs Maul. So. Und genau nur darüber und über nichts anderes werden diese Gefechte entschieden. Das Gefecht ist im Vorfeld schon entschieden. Ganz einfach darüber, über die Bereitschaft der Leute mit Gold zu schießen. Ich habe hier in dieser Runde mir überlegt, fährst du mit auf den Hügel, hab dann aber gesehen, gut, da fährt keiner hin. Es sind zwei Artis im Spiel, da suchst du dir einen 10 Kilometer hohen Felsen, hinter dem du dich verstecken kannst. Die Arti scheppert mich immer so hart raus aus dem Spiel, es macht keinen Sinn, es ist so ein lächerlicher Witz. Die Arti, ich bin immer im Fokus und dann habe ich nichts zu lachen. So, hier die KV4 habe ich jetzt gedacht, ach ja gut, der braucht nicht mehr viel. Hier an dem Hügel, an der Kuppe kann ich schön Halter stehen, habe eine gute Gun Depression, kann hervorragend arbeiten. So, jetzt ist die IS-3 aufgegangen. Also wie jeder weiß, da oben diese kleine Platte, aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist so wie in 6er im Lotto. Das ist einfach, du entscheidest hier gar nichts in diesem Spiel. Du entscheidest, wo du hinfährst, ob du in die Luft guckst, wie du deinen Panzer drehst, wie du den Turm drehst. Den Rest entscheidet jemand anders. Einfach nur der Algorithmus. Und da die Matches sowieso immer vorentschieden sind, wer was trifft hier, schön. Ja, natürlich nicht. Triffst auf 10 Meter kein Scheunentor, ne, in diesem Affenspiel. Ne. Es ist, wenn die entscheiden, dass du nichts triffst, dann triffst du nichts. Ganz einfach. Es ist hier wieder Weak Spot, aber nicht für mich, ja, weil ich bin nicht Premium. Ich schieße nicht mit Gold. Jetzt habe ich gedacht, da hinten der VK, auch ein schöner Weak Spot. Ja, der war halt mal ein paar Meter weg, ne, aber hier, die stehen 60 Meter weg. Es ist so lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich in diesem Spiel. Ne? Und da hat RNG gesagt, mein Bruder, du darfst. Jetzt wird natürlich jetzt unser Spawn schon überrannt vom Gegner. Voll durchgezielt, aber natürlich nicht. Natürlich nicht. Du hast ja keine Chance. Ich habe ja meine Mission. Ja. SP12. Dreifach Schaden abwehren, 4.500. Geht gar nicht. Sobald du irgendwo Top-Tier bist, scheppert dir das Echtgeld in die Fresse und bummst dich weg. Du hast keine Chance, weiß nicht, wie man diese Mission erfüllen kann, vielleicht mal mit einer Maus oder so. Alles andere kannst du vergessen. Kannst du echt vergessen. Wenigstens hat der Prototype, er hat RNG, er hat seine Miete bezahlt diesen Monat, er darf was treffen, er darf Schaden machen. Ich kann natürlich jetzt nicht sehen, ob der mit Gold schießt. So, okay, jetzt habe ich mir halt überlegt, gut, da hinten steht der Udes noch, das steht der Scorpion. Was soll ich jetzt hier an dieser Ecke mich mit dem IS-3 abbumsen? Und wollte jetzt eigentlich zurückfahren und meinem Team helfen. Schafft das noch? Guckt der IS-3 nochmal um die Ecke? Nein, macht er nicht. Okay, momentan ist eigentlich wieder alles offen. Gegnerteam hat natürlich noch zwei Artis, bei uns ist schon eine rausgegangen. Auch hier keine Unterstützung von der Arti auf unserer Seite. Also eigentlich schlechte Karten. Ja, schon grund
grundsätzlich. Aber momentan ist noch alles offen. Ihr seht aber gleich in meinen ehrlichen Videos, so wie es wirklich läuft, nicht dieser geschönte Scheiß. Der Prototyp, der hat jetzt sogar noch die Chance, die IS-3 rauszunehmen. Jetzt habe ich natürlich gesehen, okay, der Indien-Panzer war halt leider ein bisschen zu spät, stand eben noch auf der Brücke, aber das ist halt, ich kann halt nicht vorhersehen. Ich bin kein Hellenseher und jetzt kommt der entscheidende Moment. Oh, da fliegt mir schon das Geld ins Gesicht. Da fliegen mir die Dollars in die Schnauze. Guckt es euch an. So, meine Panzerung ist jetzt in diesem Moment überflüssig geworden. Also, ich muss halt gucken, dass ich Weak Spots treffe. Muss versuchen, den Gegner zu flankieren. Aber nicht hier die Goldschlunze. Nein, der Goldständer, er ballert mir einfach durch den Turm. Genau, jawohl. Und wieder, boom. Bouncen ist hier keine Option mehr in diesem Moment. Es zählt einfach nur das Geld. Es wird einfach nur gescheppert. Es kracht und scheppert. Er muss auch gar nicht irgendwie taktisch spielen, ist jetzt in diesem Moment überflüssig geworden, weil er einfach, er hat die Woche wieder 50 Euro überwiesen, hat sich wieder 10.000 Gold gekauft und schranzt mich hier einfach weg. Taktik ist hier überflüssig geworden und in dem Moment war das Ding halt schon entschieden. Es ist halt einfach so. Hier sieht man auch wieder sehr schön diesen Betrug in diesem Spiel. Als Free-to-Play kriegst du nur den Sack voll. Du kriegst nur in die Fresse. Und mit Taktik und dem ganzen Bullshit braucht ja auch niemand um die Ecke zu kommen. Einfach nur Geld zählt. Du musst mit Rationen fahren. Großes Rap-Kit hier. Er penetriert auch jeden Schuss. Jeder Schuss ein Treffer, mit Gold geht das halt. Hat einfach nur Gold ganz hart durchgeladen. Das ist so ein lächerliches Spiel. Das ist der größte Bumser-Scheiß, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und ihr seht es hier, ihr braucht ohne Gold, brauchst hier gar... Kannst du es deinstallieren, du kannst es löschen. Ich frag mich, kapiert das keiner oder bin ich hier der Einzige, der hier ohne Gold losfährt. Das ist, und wenn du dann halt so die Kommentare von den Pro-Gamern siehst, ja, was machen denn die anders? Die haben mehr Skill, ja, warum haben sie mehr Skill? Weil sie jeden Tag 10, 12 Stunden diesen Rotz spielen, weil sie Unmengen von Geld dort reinblasen. Aber es verdient halt nicht jeder seinen Lebensunterhalt mit diesem Rotz. Manche wollen halt auch einfach nur abends einfach mal nach der Arbeit, nachdem sie einen 10-12-Stunden-Tag hatten, normale Arbeit, wollen sie halt einfach mal ein bisschen Entspannung. Da ist das hier auf jeden Fall die falsche Option. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, oder ob ihr auch zu diesen Goldständern gehört, die hier jede Woche 100 Euro überweisen. Und ja, dann kann man damit Spaß haben. Ja, also gut, was hätte man jetzt anders spielen können? Ich hätte vielleicht auf den Hügel fahren können. Da aber am Anfang niemand mitgekommen ist, außerdem ist es halt immer so, dass gerade in einem Heavy entscheidest du dich mal für eine Seite und dann ist es halt so. Und wenn du dann dort hängst, dann hängst du dort. Du hast dann keine Chance wie ein Light oder wie so ein mobiler TD oder mit mobiler Medium und dann, ich sag mal, einfach mal zwischen den Flanken zu wechseln und dann ist das Ding eigentlich durch, ja. Ich habe hier eigentlich schon eine Boss-Position, aber Gold regelt alles, ja. Und das ist der größte Beschiss in diesem Spiel, ja. Ich sag immer wieder, Counter-Strike, ja. Da triffst du oder triffst nicht, ja. Da spielst du gut oder spielst beschissen. Hier ist das alles scheißegal. Hier regiert Geld die Welt, wie überall.
Und das hat mit Skill überhaupt nichts zu tun. Hier brauchst du keinen Skill. Hier musst du einfach nur einen Sack voll Gold, einfach nur Gold. Den Rest HE und den ganzen Müll kannst du zu Hause lassen. In der Garage brauchst du gar nicht. Und dann hast du Spaß. Und dann kannst du auch deine Siegrate steigern. Ohne Gold kannst du einfach vergessen. Dann hast du deine 50%, die von diesem Spiel einfach vom Algorithmus vorbestimmt ist. Da kannst du auch AFK gehen, dein Team gewinnt, dein Team verliert. 30 Matches, 15 Siege, 15 Niederlagen, roundabout. Ob du was machst, ist vollkommen egal. Man sieht das hier. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt hier nicht so schlecht gespielt. Aber es war halt einfach der Premium-Schlampe nichts entgegenzusetzen. Panzerung nicht existent. Und daran sieht man das dann auch wieder, dass das einfach vorbestimmt ist, vorentschieden ist. Was hat der Kollege hier gemacht, Mr. Indian Panzer? Er hat hier einfach, also ich, ne, ich habe hier 14 Mal geschossen, 12 Mal getroffen und nur 5 Mal penetriert. Das ist halt auch wieder einfach nur so ein schlechter Witz ist das. Ein schlechter Witz. Mr. Indian Panzer hier, Mr. Goldständer, 28 Schüsse, davon 23 Mal getroffen immerhin und 19 Mal penetriert. So. Wenn man das sich jetzt einfach mal prozentual in das Verhältnis setzt, da sieht man schon ganz klar diesen Betrug. Und das braucht auch keiner schön zu reden. Ne? Also, das ist halt einfach nur gekauft. Ja? Der ganze Rotz ist nur gekauft. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Bis zum nächsten Mal.